Hallo, herzlich willkommen bei unserem YouTube-Kanal Sichtbar. Heute geht es bei uns darum, was wir bei formellen Anlässen anziehen. Für viele Anlässe und Events gibt es ja Vorgaben, sogenannte Dresscodes. Die Frage ist, warum soll ich mich überhaupt passend zum Anlass kleiden? Die Einhaltung des Dresscodes hat etwas mit respektvollem Verhalten dem Gastgeber gegenüber zu tun. Immer wieder schwierig. Er gibt den Dresscode vor, die Gäste sind ähnlich gekleidet, es gibt Sicherheit in der Gruppe und sieht gut aus. Absolut. Und wir haben auch ein Ziel, wir möchten euch gerne dabei unterstützen, das passende Outfit und Styling für formelle Veranstaltungen zu finden. Gerade für Frauen in unserem Alter ist es wichtig, damit wir nicht nur gut aussehen, sichtbar und selbstbewusst sind, sondern uns eben auch wohlfühlen. Was könnt ihr bei der Auswahl des passenden Outfits beachten? Und das ist erstmal, was steht auf der Einladung? Black Tie, White Tie, Cocktail, festlich, alles ziemlich verwirrend. Wir geben euch aber Beispiele für Outfits für die verschiedenen Dresscodes. Dann starten wir erstmal mit Black Tie. Das heißt, langes Abendkleid für die Dame oder ein sehr elegantes Cocktailkleid in knieumspielender Länge. Männer tragen Smoking und eine schwarze Fliege. White Tie ist der formellste und strengste Dresscode. Der wird zum Beispiel nur zu offiziellen Anlässen getragen. Die Damen liegen mit einem klassischen bodenlangen Kleid richtig. Der Dresscode White Tie wird auch Cravate Blanche oder kurz Frack genannt. Einer der beiden großen Gesellschaftsanzüge für Männer. Und er wird ausschließlich nach 18 Uhr getragen. Cocktail, wenn da Cocktail draufsteht, seid ihr in einem eleganten Cocktailkleid auf jeden Fall passend gekleidet. High Heels natürlich dazu. Und was auch empfehlenswert ist, eine matte Feinstrumpfhose in Nude bei hellen Kleidertönen. Dann wirkt nämlich das Bein ebenmäßiger. Wenn das Kleid schwarz ist, dann greift gerne auch mal zur schwarzen Feinstrumpfhose. Und modisch ist da mal mit Muster. Ja, also es ist nicht immer alles so ein Guss ist, sondern dass da auch nochmal mustermäßig was passiert. Und falls ihr eher der Hosentyp seid, dann tut es auch ein eleganter Hosenanzug, auf jeden Fall. Finde ich auch toll, ja. Der Mann trägt einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd und eine Krawatte. Wen hätte das jetzt gewundert, oder? Absolut, ja, aber wo man heutzutage noch selten Krawatten sieht, das ist jetzt ziemlich viel, aber wir schreiben das alles nochmal in die Videobeschreibung. Wir haben das nachlesen. Cocktail vergessen. Das kleine Schwarze ist da angesagt. Mit High Heel oder auch ein eleganter Hosenanzug geht. Okay. Und der Mann, dunkler Anzug, weißes Hemd und Krawatte. Jetzt haben wir es. Ja. So, dann gibt es noch ein paar Tipps zur Farb- und Materialauswahl. Eine schöne Idee grundsätzlich ist es, sich farblich und in der Eleganz mit dem Partner abzustimmen. Das heißt, zeitlose Eleganz. Also abstimmen heißt, wir haben das schon mal in einem anderen Video erklärt, in dem Vorgängervideo, dass man zum Beispiel, du hast, glaube ich, gesagt, ein rosafarbenes Abendkleid und der Herr hat dann als Einsteigtuch dieselbe Farbe. Das schafft so eine schöne homogene und hat aber nichts mit Partnerlook zu tun, den man so aus dem Sportbereich kennt mit demselben Sportjäckchen oder so. Gerne monochrom, sagen wir ja auch immer, sieht immer klasse aus, aber auch Pastelltöne, Nude, Schwarz. Ja, schön ist natürlich auch immer ein luxuriöses Material zu wählen, Seide zum Beispiel. Die meisten Kleider sind ja mittlerweile aus Polyester, das kann auch sehr schön und hochwertig sein, aber beim Abenddress ist vielleicht doch Seide schöner. Das macht mehr Spaß oder ein Seidenchiffon, das ist so schön transparent und fließend. Schuhe und Accessoires, ein wichtiges Thema. Die Bequemlichkeit der Absatzhöhe. Also wir haben uns bei der Abi-Feier unserer Tochter irgendwann die Schuhe ausgezogen, tatsächlich auf dem Weg zum Parkhaus. Es war grotesk, wir haben alle geweint. Und man kann sich mit der falschen Absatzhöhe schon mal den Abend verderben. Ich kenne das, ja. Aber zu bodenlangen Abendkleidern ist das natürlich der perfekte Kombinationspartner. Und das sollte auch dann der spitze, zickige Pumps sein oder Sandaletten mit Absatz. Ja. Aber es tut's auch.
Ich wollte gerade sagen, Karin, noch eine kurze Ergänzung, weil wenn der Abend fortgeschritten ist und alle vielleicht auch schon in einer gewissen Laune sind und das ein oder andere Gläschen getrunken haben, dann ist ja der große Auftritt vorbei. Dann kann man auch mal lässig werden, oder? Und einen flachen Schuh anziehen. Ja, vielleicht hat man den auch dabei. Also genau. Das wäre ja noch ganz, ganz, ganz schön, oder? Genau. Und dann könnte das ja auch ein flacher Ballerina sein, ne? So mit einem Slingback hinten, den gibt es auch in Spitz. Und der kann vielleicht auch so ein bisschen was, der hat nämlich Glitzersteine vorne drauf. Und das finde ich auch sehr gekonnt zum Abendkleid. Ja, die Farbe sollte tonig sein, das ist eigentlich klassisch. Und auch die Abendtasche oder Klatsch könnte Ton in Ton sein. Klingt gut, klingt harmonisch, klingt schön. Und die Accessoires sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also zum Beispiel, fangen wir an mit dem Schmuck. Ohrringe, Halsketten, Armbänder, Ringe. Nicht zu viel. Dezente Diamantohrringe, so als Eyecatch, ist natürlich schön für ein White-Tie-Event, also das vor 18 Uhr. Klatsch oder kleine Handtasche-Beispiel. White-Tie ist vor 18 Uhr, hast du mir gesagt? Nach 18 Uhr. Ich dachte, das Black-Tie. Deswegen schreiben wir das alles nochmal auf. Das ist kompliziert. Genau. Also bei diesen Events haut alles raus, was ihr so habt an echten Schmuck. Das heißt aber nicht viel hilft viel, sondern ihr sollt den echten Schmuck schön platzieren. Also Ohrringe und Halskette nicht zusammenbasteln. Entweder das eine oder das andere. Wenn man zum Beispiel hängende, auffällige Ohrringe hat, dann bitte nicht auch noch eine Kette. Wo soll man da noch hingucken? Kleid, Kette, Armband, das ist alles too much. Armband und Ring, auch bitte echt und dezent. Das sieht einfach schön aus. Und ja, wie gesagt, der Blick soll ja vielleicht auch auf euch, auf das Kleid fallen. Oder auf ein Erbstück. Gerne. Könnte auch sein. Ja, die Schuhe und die Abendtaschen, das hatte ich ja gerade schon mal gesagt. Das ist immer schön, wenn die Ton in Ton sind. Das ist sehr stilvoll. Aber modisch ist es auch gerade, wenn man die in Silber oder Gold hat. Das passt nämlich zu allem. Ne? Das ist auch eine tolle Anschaffung so als Tipp. Also das lohnt sich auf jeden Fall, weil es vielseitig einsetzbar ist. Da sind wir beim Make-up. Das ist natürlich auch ganz wichtig, soll natürlich sein, aber auch elegant. Das darf natürlich abends auch ein bisschen stärker sein als im Business oder wenn man irgendwo unterwegs ist in der Stadt. Aber da muss man aufpassen. Smoky Eyes zum Beispiel, die verträgt nicht jedes Auge. Also mir steht es zum Beispiel nicht. Und da muss man vielleicht wirklich mal eine Visagistin bemühen, wie du immer so schön sagst, weil die kann Augen schminken, wenn es ein wirklich super, super wichtiger Anlass ist. Und die holt dann wirklich das Beste raus. Dazu natürlich auch dezenter Lippenstift. Aber es gibt natürlich auch Frauen, denen steht so ein richtig knalliges Rot auch super. Aber wenn es, wie gesagt, wenn ihr selber wisst, wie ihr euch schminkt, macht das. Und wenn es mal was ganz, ganz Wichtiges ist und ihr sagt, das ist jetzt dieses Event, was weiß ich, Hochzeit der Kinder, whatever, Visagistin geht immer. Haare und Make-up ist ja wirklich sehr, sehr wichtig. Und da auch ein langanhaltendes Make-up und benutzen und an die Fixierung denken, dass hauptsächlich mit Puder, damit nicht alles gleich verläuft. Unschön ist es dann auch, wenn der Lippenstift verläuft, oder, Karin? Ja, das ist wirklich unschön. Der setzt sich dann so in den Mundfalten ab. Also ein Tipp hätte ich da für euch. Mit Lip Liner zieht ihr eine unsichtbare Schutzlinie um die Lippen. Ne, so. Das geht auch mit transparentem Lip Liner. Die haben den gleichen Effekt. Und der Lippenstift bleibt an Ort und Stelle und verläuft nicht in den Falten. Und wichtig finde ich ja dann auch immer noch manikürte Fingernägel, vielleicht sogar mit passendem Nagellack zum Lippenstift. Das kommt auch immer sehr gut. Sehr elegant, wenn man den Klatsch dann so ablegt und hat den passenden Lippen. Ja, dann haben wir die Styling Vorbereitung, also ganz die richtig. Überhaupt, die beginnt ja nicht erst am Tag des Events. Ne, wir wissen, dass das alles sehr aufwendig ist und wir fangen ja auch immer frühzeitig an, darüber nachzudenken. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie Planung und Zeitmanagement beginnen, und zwar mit dem Friseurtermin. Also da braucht mein Friseur schon mal 6 Wochen. Also da muss ich schon 6 Wochen vorher wissen. Ich meine, das weiß man ja in der Regel bei großen Events. Ne, 6 Wochen vorher muss ich anklingeln und sagen, ich komme vorbei. 3 Wochen vorher könnt ihr dann schon mal allerspätestens über die Wahl des Kleides nachdenken. Na, also das ist ja auch so, dass man die Accessoires auch direkt mit einplanen sollte. Ne? Schuhe, Abendtasche, vielleicht
Umtauschzeiten online einplanen. Also das nimmt manchmal schon ganz schön viel Zeit in Anspruch. Und wenn ihr dann alles zu Hause habt, dann geht's jetzt richtig los. Also dann gibt's einen Check-up. Im besten Falle, bei ja, dir. Im besten Fall. Passt die schwarze Strumpfhose zum Beispiel zum Schwarz des Kleides? Man würde ja denken, schwarz ist schwarz, aber das stimmt leider nicht. Am Abend stimmt das wohl, dann ist alles gleich schwarz, aber startet der Event am Nachmittag. Ne? Manche Schwarztöne drehen ins Grünliche und manche ins Rötliche. Und wenn man dann in dem Licht steht, dann denkt man ja, oh, ne, das ist nicht so schön. Also das sollte man schon mal checken. Dann habe ich mir schon mal wirklich einen Abend verdorben. Also Rutschen mit Strumpfhose in Pumps, das ist das Grauen schlechthin. Mhm. Also da kann man tatsächlich gar nicht gehen. Und nicht tanzen. Und nicht tanzen, nichts. Man kann gar nichts, man kann nur dumm rumsitzen. So Toilette eiern. Oh ja, doch, ich erinnere mich, das war so grauenvoll. Oh Gott. Also was ich da empfehle, sind Anti-Rutsch-Pads. Ne? Also die sind auf jeden Fall wichtig, die verhindern, dass man im Schuh rumeiert und der sitzt dann auch und man kann alles tun, was man möchte. Der Wäsche-Check. Oh mein Gott, was es alles gibt. Passt der BH auch darunter? Malt sich der BH, der Slip ab? Ne? Das kann ja auch passieren. Also brauche ich nahtlose Wäsche oder einen Bauchweg-Slip? Also es kann ja alles sein. Das müsstet ihr vorher einfach auch mal testen. Ne? Ja, das Kleid kann ja noch so schön sein, wenn sich da ein Slip abdrückt. Das ist das ganze Ding, also das ganze Outfit im Eimer sozusagen. Ja. Ja, und dann gibt's noch die große Frage, was zieht ihr denn drüber? Also im Sommer vielleicht nicht das allerwichtigste Thema, aber dann, wenn es kühler ist, auf jeden Fall. Und dann sieht man auf dem Weg zur Oper echt manchmal so Frauen, die haben dann so einen Tagesmantel, ne, so einen Trench oder irgendwas drüber geschmissen. Das ist mittlerweile ja schon wieder hip, ja, aber finde nicht für Frauen in unserem Alter. Also ich finde, da muss man schon mal so ein bisschen Gas geben und auch vor allem im Vorfeld darüber nachdenken. Und da kann man auch durchaus mal unkonventionell denken. Ne? Vielleicht ist es auch mal ganz schön, so eine leicht rockige Lederjacke zum langen Kleid zu tragen. Ne? Dass es wirklich so ein modisches Highlight wird. Also lieber ein harter Bruch als lieber spießig. Lieber ein harter Bruch als spießig oder so unbedacht. Mhm. Also unbedacht ist immer schlecht. Mhm. Also man möchte ja unnötigen Stress vermeiden. Und das Allerwichtigste ist ja auch die Vorfreude. Ne? Mhm. Also das sollte man ja dann auch genießen können. Glätten müssen wir das Kleid vielleicht noch. Kommt es nämlich online an, dann sollte man den Steamer bemühen. Haben wir gerade gemacht. Genau. Nicht das Bügeleisen, weil oft sind diese Kleider ja auch aus Polyester und das schmilzt bei zu heißem Bügeln. Ja, Nägel am Abend vorher machen, ne, das, und danach möglichst nicht mehr irgendwie spülen. Der Mann muss es tun. Ja, ja, oder mit Scheuerpulver irgendwas agieren ist auch nicht gut. Ohne Handschuhe zumindest. Ja, ja. die Abendtasche müsste geplant werden, muss ja die Einladung rein, das Ticket. Und am Tag des Events würde ich wirklich 5 Stunden vorher anfangen. Ihr müsst euch mal ausruhen, ne? Daran muss man denken. Und das Essen nicht vergessen. Das ist ja vor lauter Aufregung dann schon mal der Fall. Und man stellt dann fest, wenn man losgeht, jetzt habe ich Hunger, ganz schlecht. Der Magen knurrt, man fühlt sich irgendwie gar nicht gut und hat gar keine Lust mehr auf die Party, ne? Oder auf die Gala, den Ball, wie auch immer. Genau. Ja, und dann, wenn ihr nicht zum Friseur gegangen seid, dann fangt ihr jetzt erstmal mit den Haaren an, weil das ist anstrengend. Und das solltet ihr vor dem Make-up tun. Also erst die Haare machen und dann das Make-up. Und schließlich anziehen, ne? Das Allerwichtigste. Und auch immer so einen Puffer lassen, ne? So eine halbe Stunde bis zum Verlassen des Hauses, vielleicht auch mal an die Verkehrssituation denken, ne? Also dass man da nicht in Stress gerät. Ja, also festhalten können wir an dieser Stelle. Die Reihenfolge ist folgendermaßen: Haare als erstes, Make-up als zweites und dann anziehen. Die perfekte Planung, vorgeführt von Karen Böttcher, die Chefplanerin. Das ist natürlich ein allerbesten Fall. Wir schreiben die Reihenfolge dann auch nochmal natürlich in die Videobeschreibung, damit ihr das auch alles nochmal nachlesen könnt. Frisuren sind natürlich auch wichtig, wenn man sich schon so viel Mühe gibt für ein großes Event. Für formelle Anlässe sind ja Hochsteckfrisuren sehr, sehr schön. Aber wenn man das nicht wirklich kann, dann sollte man das vom Friseur machen lassen. Zum Beispiel elegante Pferdeschwänze, ja, kann man machen, aber das ist eher was für junge Frauen. Bei uns ist dann schon so, dass vielleicht der Fachmann
Hand an den Kopf legen sollte. Und wer es also wirklich kann und sagt, ich will jetzt keine Hochsteckfrisur oder ich habe gar nicht die Haarlänge. Wir haben auch vor einigen Wochen haben wir was über den guten Dyson Airwrap gemacht. Das können wir hier auch mal verlinken. Kann man natürlich auch selber sich ein paar Locken und eine schöne Frisur zaubern, gar kein Thema. Es gibt ja noch diesen Chignon, diesen tief sitzenden Haarknoten für ein Black-Tie-Event zum Beispiel. Ich würde sowas nicht hinbekommen. Also da würde ich dann tatsächlich, wenn ich das haben möchte, mich vom Friseur stylen lassen. Und dann muss man noch dazu sagen, das haben wir auch mal in unserem Video graue Haare gemacht, das wir auch noch mal vielleicht kurz einblenden können. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man die Haare nach hinten macht, dann betont das den Hals. Es ist nicht immer vorteilhaft bei langen Haaren, die so ein bisschen an der Seite gefunden sind, schmeichelt einfach mehr. Und wenn man es halt wirklich aufwendiger haben will, dann zum Friseur, das ist halt dann wieder deutlich teurer. Kostenintensiv, ja, auf jeden Fall. Accessoires für das Haar ist natürlich auch ein Thema. Haarspangen mit Swarovski-Steinen, Perlen, je nach Frisur Bänder mit Flechten, aber da finde ich auch, oder ne, das ist eher was für junge Frauen. Diademe, hört sich jetzt nach Krönchen an, ist aber etwas, was flach im Haar befestigt wird, also quasi vorne rein gelegt wird. Oder auch ein Haarkamm, also der im Chignon oder auch seitlich befestigt wird. Also Haarschmuck ist insgesamt echt angesagt. Und den Tipp hat ja Simone gerade schon gegeben. Also wenn man Haarschmuck machen möchte, dann würde ich auf jeden Fall immer zum Friseur gehen. Oder man hat eine begabte Tochter oder Freundin. Also ich wäre auch komplett überfordert. Ich auch. So, noch zum Schluss ein paar Tipps für den Transport sozusagen. Man hat ja nicht so viel Platz in einer Klatsch. Da passt maximal eine Brille rein, ein Handy, ein Taschentüchlein, was auch immer. Also braucht man vielleicht noch eine separate Tasche. Man sollte auch erstmal flache Schuhe anziehen, bis man da ist, damit man dann in hohen Schuhen den großen Auftritt hat. Und die hohen Schuhe kann man ja im Schuhsäckchen mitnehmen. Und wenn man nicht alles in die Klatsch bekommt, wie gesagt, noch was in einem separaten Säckchen dann mitnehmen, dass man irgendwo deponieren kann. Zum Beispiel Deo und sowas. So, wir fassen noch mal kurz zusammen. Eine gute Planung ist wieder mal alles, damit man bei wichtigen Anlässen nicht noch kurz vor dem Event in Wallung gerät, weil man zum Beispiel die Handtasche oder die passenden Schuhe noch nicht findet. Ja, Karin. Die Zusammenfassung. Also Tipps dazu auf jeden Fall, sich farblich und in der Eleganz mit dem Partner abzustimmen. Bei hellen Kleidern eine matte Feinstrumpfhose in Nude wählen, da wirkt das Bein auf jeden Fall ebenmäßiger. Schwarze Feinstrumpfhosen können auch mal modisch mit Muster sein zum schwarzen Kleid. Und falls ihr der Hosentyp seid, dann zieht auch gerne einen Hosenanzug an, das wirkt sehr edel und ist immer passend auf jeden Fall. Weil zeitlose Eleganz ist nämlich angesagt. Und ihr könnt auch ruhig mal mutig sein, also Klatsch. Und High Heel zum Beispiel in Gold oder Silber wählen. Und das modische Update ist es auf jeden Fall für so ein Cocktailkleid in Farbe oder auch für das kleine Schwarze. Ich hätte jetzt Lust auf so eine Party oder Black Tie, White Tie auf jeden Fall. Naja, ich muss erst mal schauen, ob ich überhaupt irgendwie alles zusammen hätte, aber das ist ja das Schöne. Guckt auch mal in euren Kleiderschrank, was ihr da so habt. Und wir würden gerne von euch wissen, habt ihr zum Beispiel Lieblingsoutfits, die bei solchen Events, die wir gerade genannt haben, immer gehen? Schreibt uns gerne, was ihr so tragt, wenn es mal formell und feierlich wird, und abonniert gerne unseren Kanal, das wird uns sehr freuen. Läutet die Glocke, damit ihr keins unserer neuen Videos versäumt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.